Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran sagt, es ist keine Sünde für euch, dass ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet. Doch wenn ihr von Arafat hergeströmt seid, dann gedenkt Allahs bei der geschützten Kultstätte und gedenkt seiner, wie er euch recht geleitet hat. Obwohl ihr vor dem wahrlich zu den Irrgehenden gehörtet. Hierauf strömt weiter, woher die anderen Menschen weiter strömen. Bittet Allah um Vergebung. Allah ist allvergebend und barmherzig. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen ohne Teilhabe gibt, und dass unser Prophet Muhammad sein Anbieter, Diener und Gesandter ist. Allahs Segen und Frieden seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema die Tugenden des Arafat-Tags und die Opfertraditionen. Liebe Schwestern und Brüder, die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah sind etwas Besonderes und bieten eine weitere Chance, immense Belohnungen zu erlangen, unsere Sünden vergeben zu bekommen und größere Ebenen der Frömmigkeit zu erreichen. Der 9. Dhul-Hijjah ist der Tag von Arafat. Für Hajj-Billiger ist es der bedeutendste Tag der Hajj. Allah sagte im Koran, heute habe ich euch eure Religion vervollkommend und meine Gunst an euch vollendet. Und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Insgesamt deutet der oben erwähnte Vers ein Zeichen der vollendeten Gottesgnade. In historischen Perspektive wissen wir, dass der Tag von Arafat die Zeitangabe vom Wort heute gemeint ist. Und es ist vom Leben oder im Leben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemäß einer Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hajj ist Arafah. Womit auf die Wichtigkeit dieses Pflichtteils der Hajj hingewiesen wird. Billiger verweilen an diesem Tag auf der Arafat-Ebene, preisen Allah und bitten ihn um Vergebung. Dieses Verweilen am Arafat-Berg symbolisiert den Tag der Auferstehung, wo jeder auf der gleichen oder wo jeder gleichermaßen vor Allah stehen wird. Liebe Geschwister, wir glauben fest daran, dass Allah seinen Dienern am Arafat-Tag eher vergibt als zu anderen Zeiten. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam legt uns nahe, am Arafat-Tag oft zu beten und uns Allah zu wenden. Er sagte, es gibt keinen Tag, an dem Allah mehr Diener vom Höllenfeuer befreit, als am Tag von Arafat. Alles Lob gehört Allah. Friede sei auf seinem letzten Gesandten, Muhammad, und seinen edlen Gefährten. Liebe Geschwister, nach der Hajj-Zeit opfern die Muslimen. Die Opferpflicht ist ein Zeichen für die Opferbereitschaft auf dem Wege Allahs Ta'alas und ein Dankbarkeitserweisung für eine unzähligen oder für seine unzähligen Gaben. Damit erhalten wir den Lohn Allah Ta'alas und sind vor Unheil und Katastrophen sicher. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam fordert die Muslimen dazu auf, zu opfern, sofern sie die Möglichkeit dazu haben. Er sagte, opfert, denn dies ist die Lebensweise eures Urvaters
Abrahams. Auch sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand von euch seine Opferpflicht verweigert, obwohl er die Möglichkeit dazu hat, soll sich nicht meiner Gebetsstätte annähern. Liebe Schwestern und Brüder, die Opferpflicht ist eine Art von Solidarität und gegenseitige Gnade zu zeigen. In diesem Sinne wurde überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Aisha radiallahu anha fragte, nach dem, was von einem geschlachteten Schaf, was von einem geschlachteten Schaf übrig geblieben war. Sie antwortete, nur seine Schulter ist übrig geblieben. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, alles ist geblieben, außer der Schulter. Und damit deutete er, sallallahu alaihi wasallam, darauf hin, dass nur das beständig ist, was bei Allah ist. Möge er uns ermöglichen, die Tage von Dhul-Hijjah, so geht es geht, zu nutzen. Amen.